herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Wir spielen eine kleine Schlacht und versuchen, die Lichtbringer aus unserer alten Stadt rauszustoßen. Und, genau. Das wird eine relativ kurze Folge. Ich versuche es auf 20 Minuten zu drücken und ich muss das Let's Play halt heute noch schneiden und hochbringen. Hoffentlich schaffe ich das bis in 2 Stunden. Ich glaube nicht. Gut. Dann wird es heute ein bisschen später. Das seid ihr ja leider schon von mir ein bisschen gewohnt. So. Wo ist El Präsident? So. Hier. Ups, bitte nicht. So, hier. Der kommt auch vor. Die können da bleiben, die können da bleiben. So. Genau. Und die da. Ja. Das passt so. So, erstmal schön, die Kavallerie ein bisschen vorschicken. Was er hätte machen oder was er machen könnte, ist hier eine. Achso, nicht vorschicken? Okay. Hier eine Aufstellung beziehen und mich so ein bisschen in Bedrängnis drücken. Also, okay. Der macht was Interessantes. Okay, dann schicke ich 2 Pikiniere hierhin, 2 Pikiniere dahin, eine Pikiniereinheit dahin mit 2 Hoplite-Einheiten. Die 2 kommen hierhin, die kommen dahin, die kommen dahin, der geht dahin. So. Unser General wird angegriffen. Steige dicht machen! Schalte hoch! Geschosse warten auf viele! Was ihr euch merken könnt, ist, wenn ihr wenn ihr Piken Phalanxen in Schrittgeschwindigkeit vorschickt, dann bleiben sie in einer Phalanx drinnen und gehen nicht raus, wie wenn sie laufen müssen. Defensivmodus an. Na, warte. Kavallerie.
Männer wanken. Warum denn? Alter. Pay attention, Tobi. Genauso wie hier, ne? Schieß mal auf den. Sehr gut. Alter, der hat ja kaum noch was, ne? Wendet sich zu unserem Gunsten. Das ist natürlich super. Ein bisschen reingehauen, aber sonst, also der hat 400 getötet insgesamt. Ah, die da haben ziemlich einstecken müssen, aber das ist totally in Ordnung. Bogenschützen sind eigentlich auch immer ganz gut. So, wir besetzen natürlich unsere alte Stadt. So, der hat die natürlich jetzt geändert. Minus 1 Nahrung. Hier. Öffentliche Ordnung. Hier mache ich mal Armee. So. Dann bekomme ich noch ein bisschen Money. Was machst du jetzt hier? Achso, du musst wegen denen aufpassen. So, also, wir haben Bürgerkavallerie. Das ist ein bisschen schlecht. Bürgerkavallerie ist nicht des Alexanders würdig. Wir haben ziemlich wenig Obliten. Wir haben ziemlich viele Fernkämpfer. Kommen dann, warte, eine Pikniereinheit und 2 Hopliten. Das ist in Ordnung. So, hier, die haben ziemlich... Achso, wegen dem, genau. Die Kriegsherrin. Ah, der bekommt noch was. Ulala. Das ist gut. Das ist super. Der... Warte, hier als nächstes bekommt der... Ja, okay, Nahrung ist auch gut. Kraftkonzentration ist auch super. Hier ist halt Banner heben. Und sammeln und motivieren. Wie alt ist der? Ja, der ist schon 70.
Ja, dann wird der wahrscheinlich nicht mehr so viele rekrutieren. Dann mache ich die mal hier. Schade, schade, schade. Der bekommt auch was, das ist super. Ja, okay, der bekommt was. Okay, entweder. Okay. Reichweite ist eigentlich immer gut. Öffentliche Ordnung ist hier auch in Ordnung. Ich schau mal kurz. Okay. Der hat herum schon wieder ein bisschen zurückgedrängt. Jo. Rolladen. Was ein Handel. Apropos Handel. Wie sieht's denn aus? Nicht gut, gar nicht gut. Seid gegrüßt. Wir sind ein Zivil. Super. Ich kann. Die mögen mich nicht, ne? Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch und regt mich mit euren Worten zu Ärger. Das würde mir doch nie einfallen. Patien mag mich nicht, aber das ist mir ganz recht. Naja, okay. Gut, gut, gut. Du machst nichts. Ups. Minus 4 Nahrung. Ja, hier baue ich ja viel Nahrung. Gut, warte. Du aktivierst dich mal wieder. Du. Was machst du? Achso. Okay. Dann du tuckerst mal weiter und scoutest. Du bekommst noch was. Du bist einer von mir, ne? Ja. Ich glaube, ich mache Forschungsrate. So. Götter des Krieges bekommen nichts. Darius Untergang hat schon. Okay. Jetzt, okay. Ich hätte den gehauen, wenn er jetzt wieder dahin geht. Okay. Also wenn er an Land kommt, habe ich verloren. Beziehungsweise seine Kavallerie ist ja schon am Land, was ich immer noch so nervig finde. Ich meine, das ist halt die Schwäche von der Kavallerie. Die kann halt auf den Booten nicht. Die kann halt auf dem Booten nicht auf ihren Pferden stehen hier. Egal. Und wie will der gewinnen? Unterstützungsschiffe! Ruhm für Makedonien! Greift an! Söhne des Ares!
Ihr sollt euch umdrehen. Die Männer wanken. Unser General wird angegriffen. Bevor du kannst in die Phalanx rein, ne? Seinen Führerschein bei Lidl gemacht. Easy. Easy. So. Wer war das jetzt? Ah, da unten in Ägypten, ne? Der wollte jetzt... Genau. Das war ja echt niedlich. So. Ja. Da bekommen wir noch ein bisschen Geld. Danke dafür. So. Ja, der darf das haben. Mein Herr wünscht eurem Volk Geld zu geben. Bitte nehmt dieses Zeichen unserer Freundschaft an. Nö. Bei euch muss ich ja auch noch besiegen da. Just no. Ein Kind, yay. Je größer eure Herrschaftsgebiete werden, desto größer auch euer Bedarf. Also, Dämonisch Wohlstand 20. Machen wir Landwirtschaft. Ein Kind ist geboren und Rang erhöht. Das ist doch alles wunderbar. So. Dem Unterhaltung minus Nahrung ist aber in Ordnung. Sollen wir weitergehen? Da kommen der. Er darf nicht so groß werden, der Pergamon-Typ. So, und ich will die ganze Provinz. Landwirtschaft, dann machen wir hier wirklich landwirtschaftliches Zeug. So, jetzt muss ich schauen. Ich muss versuchen mit dem jetzt... Ehe ihr beginnt. Sollt ihr wissen, dass gut. Es wird Zeit. Nicht Angriffspakt. Oh, ich habe gar nicht. Eure Weisheit ist eine okay. Ich habe einfach drauf geklickt. Okay. Aber jetzt können wir uns wieder weiterhin der Geschichte zuwenden. Und zwar, indem wir jetzt Jerusalem und dann Petra und dann hier hochgehen. Warte mal, ich will mal kurz schauen. Der ist immer noch so groß, ja. Okay. Ui. Uiuiuiuiui. Avena. Avena sind hier, da und da. Ist ein bisschen Flickenteppich bei denen. Aber was geht mit Rom ab? Krass. Krass. So. Dann werden wir mal schauen. Die hat was bekommen. Ja, das brauchen wir nicht. Autorität brauchen wir auch nicht.
Stehen ist eigentlich immer ganz gut. Forschungsrate. Ja, dann machen wir bei dir eine Forschungsratentante und dann eben. Genau. So, du kommst auch mit. Wir brauchen dich hier drüben. Du machst weiterhin dein Stuff. Du jagst weiterhin die Römer. Du tunkerst weiterhin darum. Aha. Da ist eine Königin. Dann bleibe ich mal mit denen noch hier. Ja. Du bleibst. Du gehst mal nach da. Und ja. Die 10.000, die gerade keine 4 Einheiten, keine 5 Einheiten sind. Okay, öffentliche Ordnung muss noch hochgepusht werden, aber das schaffen wir. Gut, warte. Ja, gut. Dann, wie gesagt, kurze Runde. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.